Also Leute, ich bin jetzt hier an der Adlerhöhe angekommen, wie ihr sehen könnt, deutlich über 1000 Meter hoch gelegen. Und dann geht es hier geradeaus weiter. Ja, so kann es gehen. Ich hätte einfach nur 100 Meter früher links einen Weg nehmen dürfen, um auf der gelben Raute weiter zu wandern. Und auch hier geht es wieder richtig straight nach oben. Richtig mystisch anhauchend hier, dieser Zauberwald. Fantastisch. Hier sieht man jetzt auch sehr schön den Wegeverlauf, den ich gerade gehabt habe.
Herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem neuen Video. Seid herzlich gegrüßt, ihr da draußen. Heute wieder erneut eine Tour vom mittleren Schwarzwald aus einer Gegend, wo ich erst vor kurzem schon unterwegs war, auf der ersten Etappe des Wasserweltensteiges. Ein paar Kilometer oder Meter habe ich jetzt schon absolviert, nur entgegen der normalen Laufrichtung. Ich bin hier unterwegs auf der Paradiestour Linach-Urach-Runde über ca. 19 Kilometer. Also man läuft durch diese beiden Täler hindurch, Linachtal und Urachtal. Ich kam jetzt vorhin schon zu Beginn der Tour, wie ihr gesehen habt, am herrlich eingebetteten Linach-Stausee mit seiner 143 Meter langen Staumauer vorbei. Da gibt es so eine schöne Verbindung, die man da rübergehen kann von der einen Seite zur anderen Seite des Stausees und man kann den auch quasi umrunden. Ja, das Wetter heute nicht das allerbeste. Es hat schon ein bisschen genieselt. Ich bin jetzt hier bei Kilometer 4 circa unterwegs und ich bin schon ordentlich in Schwitzen gekommen hier, nämlich am äußeren Ende des Linach-Stausees ging es hier brachial wieder den Berg hinauf. Ja, aber dennoch trifft man immer wieder ein paar Ausflügler, Wanderer, die sich hier den Stausee anschauen und diese tolle Staumauer. Also die hat schon was, 25 Meter hoch. Herrlich von unten auch anzusehen, dieses schöne Gemäuer. Und ja, bin mal gespannt, ob es nachher noch ein bisschen mehr regnet. Temperaturen liegen so bei 4 bis 5 Grad circa, als ich losgewandert bin. Muss ja ein bisschen dem November gerecht werden. Dafür hat es keinen Nebel heute. Letztes Mal, wo ich unterwegs war, vor einer Woche, hat es ja richtig ordentlich Sonnenschein gehabt. Aber auch nicht in allen Bereichen von Baden-Württemberg, das wusste ich. Aber dennoch hatte ich da Glück in dieser Region da rund um Triberg, Kremmelsbach. Bestes sonniges Herbstwetter. Heute dafür ein bisschen trübe, grau in grau. Ich denke mal nicht, dass wir heute die Sonne zu sehen bekommen. Und somit wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei dieser Paradiestourrunde. Also Leute, ich bin jetzt hier an der Adlerhöhe angekommen, wie ihr sehen könnt, deutlich über 1000 Meter hoch gelegen. Und dann geht es hier geradeaus weiter auf der Linachtalrunde. Urach-Linachtal Richtung Urach. Aber es ist schon so, wie ich in einigen Foren und im Internet allgemein gelesen habe, dass die Tour nicht so sonderlich gut beschildert ist. Speziell hier diese Paradiestourrunde, also da ist man schon gut behütet, wenn man sich die GPX-Datei auf sein Navi lädt, so wie ich es gemacht habe auf mein Garmin-Navi. Hier ist es jetzt alles ein bisschen weicher hier vom Regen der letzten Tage, ein bisschen unterspült, aber es geht. Ja, es geht eben viel durch den Wald hier, sehr waldreich. Aussichten gibt es jetzt gerade nicht so viel momentan, ja, alles relativ gut bewaldet. Aber ich bin eben doch froh, dass ich, wie gesagt, die Tour runtergeladen habe und dann immer ersichtlich auf meinem Navi, wo ich gerade unterwegs bin, und kann mir so einen besseren Überblick verschaffen. Denn es gibt da schon einige Ecken und Kreuzungen, wo die Tour nicht weiter ausgeschildert ist und man sich dann wundert, geht es jetzt da auf dem Wasserweltensteig weiter oder nicht. Aber ich habe ihn jetzt, glaube ich, zwischendurch
zwischenzeitlich verlassen dürfen. Und ja, eben, es war gut, dass eben an der Kreuzung jetzt gerade wieder eine Tafel war. Naja, Sonne heute, Fehlanzeige. Aber egal, man kann ja bei jedem Wetter ein paar Stunden sich draußen aufhalten und sich da in der Natur bewegen. Macht dennoch Spaß. Geparkt habe ich mein Auto übrigens am Start bei der Kohlbrücke, direkt neben der Landstraße zwischen Föhrenbach und Hammer-Eisenbach gelegen. Ja, da ist so ein ganz kleiner, unauffälliger Parkplatz. Aber allerdings ist die Straße von dort aus zum Linach-Stausee gesperrt. Also da gibt es derzeit momentan kein Durchkommen. Da wird irgendwie die Straße erneuert. Die ist ohnehin sehr schmal. Also da kann man nur, wenn man den Linach-Stausee mit seiner Staumauer erreichen will, von Furtwangen hinkommen. Von der Seite, wo ich jetzt gestartet bin, geht es dann nur zu Fuß. In etwa 2 Kilometern Entfernung kommt man dann am Linach-Stausee an. Aber mit dem Auto, wie gesagt, momentan zumindest nicht. Ich weiß nicht, wann es da wieder eine Verbindung gibt, dass das wieder frei ist zum Fahren. Müsst ihr eben ein bisschen abwarten, falls ihr da mal von der anderen Seite zum Stausee wollt oder geht eben zu Fuß dann, so wie ich. Na, siehe da, was für eine schöne Kapelle hier. So ein ganz kleiner Ort scheint hier zu sein. Vorne rechts noch so ein kleiner Bolzplatz am Waldrand. Laut Navi muss das die kleine Gemeinde Urach sein, durch dessen Tal ich ja dann auch durchwandern darf. Liegt an einer Landstraße, der Urach-Talstraße. Ja, da werde ich die jetzt dann nachher überqueren dürfen. Ja, richtig schön, klein, idyllisch, eingebettet hier zwischen den Wäldern. Schön harmonisch. Hier vorne geht es jetzt dann rechts über die Straße und dann da drüben den Weg weiter hoch Richtung Wald. Hier nochmal der Blick zurück auf Urach mit seiner schönen Kirche hier in der Mitte. Und schon geht es hier wieder einige Meter stramm bergauf auf diesem Plattenweg hoch in den Wald hinein. Ja, liebe Leute, auch das kann mir wieder passieren, trotz GPX-Track, den ich mir auf mein Navi geladen habe, komme ich hier ein bisschen in Schleudern, weil normalerweise müsste ich hier in dieser Rechtskurve links ab, aber das ist hier also auch nicht so richtig wie ein normaler Wanderweg. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn man hier so hoch schaut. Also vor allem, weil da unten hier auch ein Baumstamm quer liegt. Jetzt muss ich dann doch mal schauen, gehe ich wieder mal in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Und dann schaue ich einfach mal weiter, weil wenn ich jetzt hier weiterlaufen würde, dann würde ich wieder so in einem Bogen zurückwandern. Grob da, wo ich hergekommen bin. Von daher mache ich das mal jetzt nicht, sondern schau mal da vorne, ob da irgendwo Schilder sind. Ja, so kann es gehen. Ich hätte einfach nur 100 Meter früher links einen Weg nehmen dürfen, um auf der gelben Raute weiter zu wandern. Und auch hier geht es wieder richtig straight nach oben. Puh. Also da buckelt man nochmal
ganz ordentlich Höhenmeter. Das habe ich dann ja mehr als 9 Kilometer. Mehr als 9,5 sogar. Heftig. Ja, hier gibt es jetzt wieder Schilder zu dieser Paradies-Tour-Runde. Aber unten am Weg, da haben sie definitiv gefehlt. Am Sommerberg angekommen hier. Ja, also da fehlen doch einige Wegweiser für diese Tour auf dieser Runde. Das ist dann schon schade, wenn man sich hier nur mit dem Navi zurechtfinden kann und an wichtigen Wegkreuzungen und Abzweigungen gibt es dann oftmals keinen Hinweis oder erst beim zweiten oder dritten Mal. Das ist dann nicht so optimal, wenn man hier die Runde original abwandern will. Aber herrlich ruhig hier. Man hört nur die paar Regentropfen, die von den Bäumen herunterfallen. Regnen tut es jetzt aktuell nicht mehr. Aber es könnte durchaus noch ein bisschen nass von oben runterkommen. Ja, hier auch auf der gelben Raute bin ich hier unterwegs. Ja, ein richtig schöner kleiner Wiesenpfad, der hier hindurch führt. Richtig schön abenteuerlich. Nur ein paar Vögel hört man hier zwitschern. Ansonsten absolute Ruhe. Kein Verkehrslärm oder Flugzeuge. Vor allen Dingen sehr waldreich, diese Paradies-Tour, Linach-Urach-Runde. Und auch kaum begangen. Also man hat dann wirklich die Ruhe für sich hier. Kann da total entspannen und abschalten. Ein bisschen matschiger hier. Aber herrliche Wege, egal ob sie mal breiter oder pfadähnlicher sind. Immer sehr schön, weich, sehr gut zu gehen drauf. Richtig mystisch anhauchend hier, dieser Zauberwald. Fantastisch. Ah, richtig tolle. Herbstliche Stimmung hat das hier. Wenn man auch jetzt hier keine Aussicht hat, aber es verzaubert einen doch, wenn man hier durch diesen Wald läuft. Eine ganz spezielle, besondere Stimmung und Atmosphäre ist das. Und da freut es mich immer, wenn ich euch dann da direkt mitnehmen kann. Euch da einige Impressionen übermittle. Ja, dann ist das oftmals schon so, als wäre man selbst dabei hier beim Wandern, obwohl es eigentlich nur immer so ein paar Sequenzen sind, die ich hier von so einer Tour filme.
Ja, auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Strecke habe ich schon in den Beinen. Ich denke, Höhenmeter kommen da auch nicht mehr allzu viele dazu. Ja, schaut euch mal dieses herrliche, saftige, grüne Moos an. So richtig schön kuppelförmig angeordnet. Kaum rausgekommen hier aus dem Wald, eröffnet sich ein großes, weites Wiesental. Richtig breit gefächert hier. Ein paar einzelne Bauernhöfe und eine Kapelle findet man hier. Und das Wetter weiß nicht so genau, was es machen soll. Gerade eben hat es ein bisschen genieselt. Jetzt versucht schon hinter mir die Sonne wieder durchzukommen. Richtig verrücktes Wetter. Da oben ein paar Kühe auf der Wiese. Die grasen. Ja, ich glaube, jetzt kommt kein Regen mehr runter. Es war nur so ein kurzer, kleiner, minimaler Regenschauer. Dann hat sich das Ganze schon wieder beruhigt gehabt. Ja, nach Regen sich die Sonne ein bisschen blicken lässt, kann man da hinten ganz schemenhaft minimal den Regenbogen erkennen, hier über dem Wald, aber nur ganz fein. Ich weiß nicht mal, ob man es auf der Kamera im Film so erkennen kann, weil oben drüber dann schon wieder die dicke Wolkendecke ansetzt. Aber man kann es durchaus erkennen, also wenn man hier jetzt gerade unterwegs ist. Ja, ein bisschen fängt es doch wieder an zu nieseln. Vielleicht kann man sie auch hören. Hier sieht man jetzt auch sehr schön den Wegeverlauf, den ich
gerade gehabt habe. Und zwar bin ich da hinten oben aus diesem Seitental zwischen den Wäldern hier rausgekommen auf diese Asphaltstraße, ging es dann runter, da wo jetzt dieses Auto hochfährt. Und dann ging es da unten bis an die Landstraße, hier ein kurzes Stück an der Landstraße, an der Bushaltestelle vorbei. Und dann da vorne wieder leicht rechts ansteigend an der Wiese hoch hinten übers Eck und dann hier auf diesem Wiesenweg bis hierher. Also wieder ein paar Höhenmeter, die hier auf den letzten Kilometern zusammenkommen. Ja, das Wetter weiß heute nicht so genau, was es machen soll. Also Sonne war hier wirklich nur ein paar Minuten zu sehen und kurze Zeit mal der Regenbogen, ganz fein am Firmament. Aber naja, immer wieder so ganz leichter Nieselregen, dann hört es wieder auf. Lohnt sich daher auch gar nicht, erst den Schirm auszupacken, weil es dann doch wieder für eine Weile aufhört zu regnen. Von hier oben betrachtet jetzt der Blick zurück auf die Gemeinde Hammer-Eisenbach. Und ich bin weiter unterwegs auf dem Weg zur Ruine Neufürstenberg. Und dann geht es auch schon auf die letzten paar Kilometer zurück zum Ausgangsort an der Kohlbrücke. Und hier steht das tolle Stück. So wie es ausschaut, kann man die Burgruine nur so von außen besichtigen. Also ein schmales, hohes Gemäuer. Ansonsten gibt es da nicht mehr viel zu sehen. Nur von einer Seite. Aber hier der Weg runter ist auch relativ rutschig durch das feuchte Laub. So weit habe ich es ja nicht mehr zurück. Also Leute, die letzten circa 1,5-2 Kilometer, schätze ich mal, geht es jetzt hier an der ruhig fließenden Breg entlang. Ihr wisst ja, Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg und die Donau ja nach der Wolga, der zweitgrößte und zweitlängste Fluss Europas mit einer Gesamtlänge von 2857 Kilometern. Und ja, ich denke mal, das war es dann mit dieser schönen, circa 19 Kilometer langen Runde hier, der Paradiestour Linach-Urachtal-Runde. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und meine Tour mitverfolgt habt. Und als kleines Schmankerl obendrauf gibt es jetzt noch, ich sag mal, den 143 Meter langen Catwalk
auf der Staumauer des Linach-Stausees. In diesem Sinne, geht raus und bewegt euch. Macht das Beste draus. Alles Gute für euch und tschüss. Ciao, ciao.